Auf gar keinen Fall und auf jeden Fall. Denn beides ist wichtig. Es sind zwei Pole. Die einen sind die, die erstmal in unserer Haltung ticken. Dort haben wir eine hohe Resonanz. Dort sind wir sozusagen in Schwingung. Wir ticken in dem ähnlichen Muster, in dem ähnlichen Rhythmus, mit ähnlichen Haltungen, Sozialisierung. Das ist toll, das sind tolle Begegnungen. Und dort können wir uns in diesem Themenfeld hochangeln. Das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel im Unternehmerverband bin. In diesem Unternehmerverband, dort sind ganz viele Leute, die unternehmerisch ticken wie ich. Das ist super, wen ich da alles treffe. Das macht unglaublich viel Spaß. Und mit 90% der Leute macht es einfach Klick und wir mögen uns. Und gleichzeitig gibt es Bereiche, wo ihr das nicht wollt. Wenn ich an mein Team in der Firma denke, viel diverser könnte es nicht sein. Vom Biologen über den Neurologen, über den Ökonomen, über den, der gar kein Studium abgeschlossen hat. Da ist alles dabei. Und das ist auch wichtig. Wir sind fundamental andere Persönlichkeiten. Und in dieser echten Diversität steckt auch ein unglaublicher Wert. Was man nicht möchte, ist ein Arbeitsumfeld mit 15 Minimis. Das macht keinen Spaß, weil dann steckt das Potenzial, das man eigentlich in der Unterschiedlichkeit generieren könnte. Das steckt dann irgendwo, aber nicht da, wo ihr drauf zugreifen könnt. Und das ist schade.